ganzen Welt kommen zur Heiligrockwallfahrt Menschen nach Trier. Sie kommen mit der Bahn, mit Bussen, Autos oder dem Flugzeug, manche sogar per Schiff über die Mosel. Doch auch in einer kleiner gewordenen Welt machen sich viele Wallfahrer ganz ursprünglich auf den Weg und kommen zu Fuß zum Heiligen Rock nach Trier. Die Pilgerschaft ist ja ein sehr altes Motiv für den Lebensweg, den wir gehen, den Glaubensweg, den wir gehen. Und deshalb ist das Unterwegssein eigentlich das Entscheidende beim Pilgern. Auf dem Weg sein und an einem Ziel ankommen, das sich lohnt, das gehört zusammen. Und man sieht ja in den letzten Jahren, dass es einen unglaublichen Boom gibt, dass das eine Form von Religiosität ist, die Menschen heute offenbar sehr nahe kommt. Das Pilgern auf jahrhundertealten Wegen ist dabei mehr als nur die bloße Anreise. Wie seit ewigen Zeiten ist das Gehen Teil der Wallfahrt, spirituelles Erlebnis und Vorbereitung auf das, was einen am Ziel erwartet. Eben beten mit den Füßen. Die Pilger können sich dabei einzeln oder in Gruppen auf verschiedenen Strecken auf den Weg zum Heiligen Rock machen. Karin Müller-Bauer vom Wallfahrtsbüro hat mehrere Pilgerwege ausgesucht, die zu Fuß in jeweils 3 bis 8 Tagen zu bewältigen sind. Also wir haben eine Auswahl getroffen. Die Zahl der Fülle, sind 7 exemplarische Wanderwege oder Pilgerwege, die aus allen Himmelsrichtungen nach Trier führen. Also es gibt welche, die aus dem Saarland führen, von Berus kommend, einen Weg, der von Hornbach über Saarbrücken nach Trier führt, ein Weg, der aus der Eifel von Prüm nach Trier führt, einer, der aus Blankenheim nach Trier führt und zwar dabei die Route der Matthias-Bruderschaft übernommen hat. Ein anderer führt von Bad Kreuznach oder auch von Bingen nach Trier. Einer über die Grenze von Luxemburg, echter nachkommend. Für unterwegs ist im Paulinus Verlag ein Pilgerführer erschienen. Im Internet gibt es alle Pilgerwege auch zum Herunterladen auf GPS-Gerät. Und weil zum Pilgern immer auch das Ankommen gehört, wird es während der Heiligrockwallfahrt auf dem Gelände des Trierer Brüderkrankenhauses eine Pilgeroase geben. Pilger werden sich dort ausruhen und erfrischen können. Und auch wundgelaufene Füße können dort verarztet werden.